Moin, liebe Freunde von Konoan, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Ja, wir fahren fort, betreten das Windreich, beziehungsweise die Windwüste. Ja, diesmal haben wir keinen Zeitdruck. Dieses Mal können wir uns in Ruhe umschauen. Ne? Und natürlich auch erstmal Items zerstören. Ne? Macht man ja immer so, allein aus Höflichkeit schon. Ne? Wenn die Sachen schon so hingestellt werden, dann will man die natürlich auch mitnehmen, ist ja ganz klar. Sagte er, fiel runter und hat direkt eine Falle mitgenommen. Das wäre es jetzt gewesen, echt. Fällt's runter und dann direkt erstmal in eine Falle rein. Aber gut, das Talent habe ich ja auch manchmal. Ah, eine Truhe. Kann ich das Ding irgendwie... Ah, Shuriken-Modus. So. Ich wollte nämlich ungern von den Dingen erwischt werden. Schnell wirkende Medizin. Einmal erhalten. Cool. Ja, das Schöne ist ja, Sakura hat ja eine speziellere Ausbildung jetzt erhalten. Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Weil die Sanität der Shinobi, sage ich jetzt einfach mal, die haben eine komplexere Ausbildung als die kämpfenden Shinobi. Deswegen, also da muss ich tatsächlich auch sagen, da muss ich vor Sakura meinen Hut ziehen. Ich hatte ja so ein bisschen im letzten Part die Sakura-Diskussion losgetreten. Wie gesagt, Sakura macht eine schwerere Ausbildung als die meisten kämpfenden Shinobi durch. Und sie macht das auch echt gut. Also das muss man auch noch dazu sagen. Ne? Also sie stellt sich nicht gerade blöd an. Also Sakura findet ihren Weg. Ich wollte gerade sagen, das ist doch einer von der Gattung, komm und schnapp sie dir. Machen wir dann mal das mal auch. Oh, ich kann mich noch an den Anfang erinnern im Anime von Shippuden. Heidewitzka. Also die ersten Folgen, die waren richtig geil, das weiß ich noch. Heidewitzka, vor allen Dingen, als sie in Sunagakure erstmal angekommen sind. Die waren sowohl humorvoll als auch, ja, emotional sehr aufreibend, muss ich sagen. Was heißt aufreibend, aber sehr gut umgesetzt. Doch, muss man wirklich sagen. Also, ich kann da später mal drauf so ein bisschen eingehen. Weil jetzt momentan sind wir ja noch quasi auf dem Weg dahin. Wir sind ja noch nicht da. Ne? Aber auch der Weg selber war interessant, sag ich mal so. Ne, weil man da auch vor allen Dingen mitgekriegt hat, was sich für eine Verbindung, sage ich mal, seit damals zwischen Gaara und Naruto aufgebaut hat. Das zeigt sich nämlich gerade auf dem Weg nach Suna am besten. Und da zeigt sich dann auch, oder beziehungsweise Temari kriegt das natürlich auch mit, ne, was für eine freundschaftliche Beziehung sich zwischen Naruto und Gaara aufgebaut hat. Auch gerade von Narutos Seite, aber auch von Gaaras Seite. Weil Gaara hat sich tatsächlich nach dem Kampf, den die beiden ja mal ausgefochten haben gegeneinander im Classic, im klassischen Naruto, hat sich Gaara Naruto quasi, ja, nicht zum Vorbild genommen, aber er orientiert sich an ihm, sagen wir es mal so. Naruto hat Stufe 6 erreicht und möchte so ein bisschen so sein wie er. Und das finde ich echt toll. Also ich finde sowieso die Charakterentwicklung der Leute finde ich richtig geil. Sasuke entwickelt sich genau in die gegenteilige Richtung. Er wird von einem, ja sagen wir mal, semi-guten Charakter zu einem, ja, böse kann man jetzt nicht sagen, aber er entwickelt sich in eine andere Richtung, sag ich mal so. Während Gaara tatsächlich, der ja schon vorher böse war, sich in dem Sinne zu einem guten Charakter entwickelt und dann sogar noch in eine Anführerrolle. Das muss man ja auch noch dazu sagen, ne? Also er, nicht nur, dass er gut wird, nein, er entwickelt sich sogar noch zu einem Anführer. Und ich glaube, ich habe gerade eine Tagebuchseite gesehen. Alte Münze. Davon haben wir sogar schon eine, okay. 128 Rio. Es ist übrigens gerade sehr schön, dass ich den Kopfhörer jetzt nicht mehr auf habe. Bei dem brauche ich ja tatsächlich nicht, wenn ich Konsolenspiele aufnehme. Tagebuch Nummer 5. Okay. Mensch, da laufen wir tatsächlich ja in der Reihenfolge, wa? Also bisher haben wir anscheinend keines vergessen. Oh, das war das war knapp. Das war echt knapp.
Heidewitzka. So, den nehmen wir natürlich noch mit. Ganz klar, bevor wir weiter voranschreiten. Ne? Nach Suna. Also ich frage mich echt schon, wenn es hier schon so viele Aufgaben gibt, die zu erfüllen sind, dann frage ich mich echt, wie sie es bei der Storm-Reihe gemacht haben, die mir ja auch schon wärmstens ans Herz gelegt wurde. Die Storm-Reihe, die habe ich ja auch. Also ich habe die komplett auf Steam, also über PC. Und die will ich mir auch mal anschauen. Sakura hat Stufe 6 erreicht. Sehr schön. Oh, da ist sogar ein Schild. Habe ich noch gar nicht gesehen. Hier noch irgendwie eine Truhe oder sowas? Nö, nix. Okay. Oh, hier haben wir nochmal drei Leute. Ach ja. Immer diese Schurken. Wie gesagt, wir haben alle Zeit der Welt, das ist das Schöne. Ne? Als wir ja mit Kankuro unterwegs hatten, hatten wir ja mächtig Zeitdruck. Alter. Oh, wieder eine Kneipenschlägerei hier. Es ist unsagbar, echt. Eine Asterix-Kneipenschlägerei. So wie die durch die Gegend fliegen. Ich finde das übrigens sowieso interessant, dass das Spiel immer wieder neu lädt. Also immer wieder müsste die Landschaft noch neu generiert werden. Die Leute müssen neu generiert werden. Schon interessant. Gut, aber hier laufen momentan keine Holzköpfe rum. Das kann sich aber auch noch recht schnell ändern. Oh, vor allen Dingen ist hier die Shuriken-Steuerung auch ein bisschen besser. Ich glaube, die war im vierten, war die im vierten Teil oder war das im dritten sogar noch? Betäubungskugel einmal. Ich meine, es war im vierten. Das kann aber auch im dritten gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Da war das nämlich spiegelverkehrt. Da musstest du nach oben lenken, damit er nach unten geht. Also total merkwürdig, die Steuerung damals. Aber hier haben sie es tatsächlich richtig gemacht. Also hier kann man das echt gut steuern, muss ich sagen. Zwei sogar nur, okay. Alter. Oh, die kriegen so auf die Fresse. Alter. Aber wir nehmen die Punkte gerne mit und das Geld habe ich kein Problem mit. Also beschert mir jetzt keine schlaflosen Nächte. Wolkenversteck, okay. So, dann müssen wir erstmal da die Ballons vom Himmel holen. Ne? Ja. Ich sagte, ich muss die Ballons vom Himmel holen. Danke. So, dann gucken wir mal, was da Schönes drin ist. Schuhe des Jonen einmal erhalten. Okay. Ich glaube, das sind solche Kampf-Items, die man nutzen kann, um gewisse Vorteile zu kriegen. Aber nö. Die habe ich schon damals nicht benutzt. Das werde ich heute nicht ändern. Im Fall, wo ich mal Kampf-Items benutzt habe? Nö, eigentlich nicht. Also jedenfalls nicht vor dem Kampf. Weil ich das irgendwie... Weiß ich nicht. Hat sich nie die Gelegenheit irgendwie so ergeben. Auch bisher nicht. Also, weiß ich nicht. Schleuderkunai. Mhm. Mich wundert... Also es ist gerade für mich echt so ein bisschen ungewohnt, dass hier gerade kein... Holzkopf rumrennt. Das ist für mich gerade echt eine ungewohnte Situation. Aber haufenweise Banditen treiben sich hier rum. Da haben wir schon den nächsten Kandidaten. 100 Rio. Wir sehen zwar noch nicht den Behälter, aber wir können ihn schon kaputt machen und anvisieren. Das ist interessant. Ah, einer sogar nur. Wow. Denen scheinen langsam die Leute auszugehen, wa? Kein Wunder, die werden ja alle wieder eingebuchtet. Aber der entscheidende Tritt muss noch kommen. Und Naruto Stufe 7. Ja. Vier Punkte noch bis Suna. Ah! Guck mal an. Da haben wir ja einen Holzkopf. Das war Tenten.
Die klassische. Schleuderkunai. Haben wir doch vorhin schon gehabt. Ja, dann schnappen wir uns mal Tenten. Und aus Nostalgiegründen kämpfen wir extra mit Temari. Ne, das war ja damals so ein Kampf in der Shunin-Auswahlprüfung. Im klassischen Anime. Den Tenten haushoch verloren hat. Also wirklich haushoch. Also die kam ja an Temari so gar nicht ran. Heidewitzka, also... Ja gut, man muss aber auch dazu sagen, die Techniken von Tenten, ja, hauptsächlich mit Waffen und Temari dann eben halt mit ihren Fächer, ne, braucht man glaube ich nicht viel zu sagen und ihrer dementsprechenden Windtechnik. Mal sehen, was hast du denn für ein... Ey, lass mich mein ultimatives Jutsu... Ich kann nicht mein ultimatives Jutsu benutzen. Das finde ich nicht gut. Verdammt nochmal! Boah! Jetzt! Geht doch. Joa. Da holt sie einfach mal Tornado raus. Alter. Danke, Temari, für diese 2000. Sehr geil. Alter Schwede, mit der ist sie richtig Schlitten gefahren. So, den Holzkopf haben wir auch einkassiert. Ich frage mich nur... Also wir werden jetzt erstmal natürlich die Banditen dieses Bereichs besiegen. Ich frage mich nur... Ob es in dem anderen Wüstenbereich, wo wir ja die Akatsuki-Leute gestellt haben, ob da sich auch noch welche rumtreiben. Aber ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Wir werden aber trotzdem gleich nochmal gucken. Wenn ich die in dem Bereich alle weggeräumt habe. Ihr wisst ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und Level Up für Sakura, Stufe 7. Rio, wow. Bloß nicht zu viel. So, dann haben wir hier nochmal ein paar Ballons zum Abschießen. Beziehungsweise abwerfen in dem Fall. So, die Truhe möchte ich gerne einmal... Nahrungspillen, genau, da haben wir sie nämlich. Mit denen kann man quasi dann Vitamine oder sowas dann... Weil du kannst ja nicht einfach mitten im Kampf oder so, kannst du ja nicht einfach Vitamine zu dir nehmen. Oder wenn du irgendwie auf Reisen bist. Das ist dann provianttechnisch immer so ein bisschen schwierig. Deswegen haben sie dann diese Pillen eingeführt. Als Ergänzungsmittel quasi. Weil wir wissen ja alle, was Vitaminmangel und so weiter für Konsequenzen nach sich ziehen kann. Nämlich solche Krankheiten wie Skorbut. Unter anderem, weil Skorbut war nämlich auch eine Seemannskrankheit, die lange Zeit Probleme gemacht hat. Deswegen hat sich ja auch später das Seemannsgarn so ein bisschen durchgesetzt. Ne, um zumindest einen Ergänzungsstoff zu haben. Der schmeckte zwar nicht sonderlich gut, aber er hat eben halt dafür gesorgt, dass die Seeleute genügend vorrätig haben. Ne? Also, dass sie immer genügend Vitamine und sowas hatten. Damit eben halt solche Krankheiten keine Chance mehr hatten. Oder ich glaube, die Legionärskrankheit, die gab es, glaube ich, auch noch. Die war, glaube ich, auch auf irgendeinen Mangel aufgebaut. Ich kriege es jetzt nicht mehr so genau zusammen, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, denke ich mal. Seid ja schlaue Menschen. So, jetzt wollen wir mal meine Vermutung überprüfen.
bevor wir nach Suna gehen. Heulende Wüste, ja. Kann man ja froh sein, dass sie trocken ist. Ja, sonst wäre es auch keine Wüste mehr. Dankeschön und Entschuldigung. War wahrscheinlich recht laut. Heidewitzka. So, schauen wir mal. Da hast du nichts verloren. Alles klar. Dann hat sich die Frage beantwortet. Danke. Also haben wir alle Banditen. Oh. Schniefnase. So, wie viele... Das interessiert mich jetzt mal. Wie viele Holzklone haben wir jetzt gestellt? Oh, 12 von 21. Das ist nur die erste Welle von denen. Kommen ja noch ein paar mehr wahrscheinlich. Es hat so ein bisschen was von Kingdom Hearts irgendwie, wie die uns hinterherrennen. So Donald, Goofy und Zora mäßig. Finde ich cool. Mag das. Kakashi hat so ein bisschen Schwierigkeiten anscheinend. Sunagakure. Die Kavallerie aus Konoha. Ja, nee, ist klar. Weibliche Suna nennen. Ja, ehrlich gesagt hätte ich das da geil gefunden, wenn sie da reingeschrieben hätten, Suna Kunoichi. Das wäre passender gewesen. Was? Auch das haben wir doch gerne gemacht. Haben wir doch gerne gemacht, Temari. Ach, fast alle. Ich sag auch Arigato. Wind NWZZ. Aha. Einmal erhalten. Bagi, ja. Ihr damaliger Begleiter. Bagi. Oh ja, gleich direkt hier vorne in der Seite, okay. Tagebuch 6. Okay. Gut, erstmal wird gespeichert. Immerhin sind wir jetzt in Suna, was normalerweise im Anime eine Reise von, ich glaube, 3 Tagen ist. Haben wir jetzt innerhalb von ein paar Minuten geschafft. Und die Shinobi sind nicht gerade langsam, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Und trotzdem 3 Tage. Also das ist echt schon heftig, wie weit Suna eigentlich von Konoha weg ist. Irgendein Holzkopf hier? Nein, aber ein Tagebuch. Eintrag Nummer 7. Sehr schön. Hier konnten wir nämlich noch nicht sehen. Das habe ich mir nämlich gedacht. Wo wir Kankuro gespielt haben, da konnten wir den nämlich noch nicht sehen. Können wir erst sehen, wenn wir Naruto sind. Da hatte ich ihn sogar noch vermutet. Und es ist tatsächlich so. Aber die Truhen haben wir ja soweit eingesammelt. Die spawnen ja auch. Also es gibt keine Verwechslungsgefahr. Sunagakure Allee, genau. Guten Tag. Haben wir hier die Schaukel. Irgendwo hier noch ein Tagebucheintrag. Nö. Okay. Das ist, glaube ich, das der Itemladen. Oder auch nicht. Das war der Itemladen. Hier könnte man, glaube ich, Items kaufen. Da war eine Truhe, die hatten wir jetzt Kankuro schon geplündert. Keine Seiten hier. Kein Holzkorb. Nö. Nix. Noch nicht. Da ist Baki. Baki. Oh,
ザメンだから今だ暁によって連れ去られたままだ。追っては Das war tatsächlich einer der Momente im Anime, wo sich Sakura so richtig bewiesen hat. Aber Freunde, so fies es ist, ich werde jetzt an dieser Stelle einen Schnitt machen, es tut mir leid. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage nun einfach, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen und natürlich ganz wichtig, bleibt gesund, Freunde. Ciao, ciao.